1. September 2018, 22.24 Uhr, Cristiano Ronaldo konnte gegen Parma trotz anhaltender Torflaute jubeln. Der italienische Fußballmeister Juventus Turin hat auch das dritte Ligaspiel in Folge gewonnen und sich vorübergehend an die Tabellenspitze der Serie A gesetzt. Superstar Cristiano Ronaldo, der erneut durchspielte, wartet allerdings weiterhin auf seinen ersten Ligatreffer im Trikot der alten Dame. Beim 2:1 gegen Aufsteiger Parma Calcio erzielte der ehemalige Münchner Mario Mandzukic bereits in der zweiten Minute den Führungstreffer für die Bianconeri, ehe Gervinho, 33. noch vor der Pause ausglich. Weltmeister Blaise Matuidi schoss im zweiten Abschnitt das Siegtor, 58., nachdem Mandzukic den Ball im Strafraum sehenswert mit der Hacke weitergeleitet hatte. Punkt. Der 33 Jahre alte Ronaldo hatte im Laufe der Begegnung viele starke Szenen, blieb vor dem gegnerischen Gehäuse jedoch einmal mehr glücklos.